Hey Leute, was geht ab? Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Jo. Ich bin auf die Uschi und wir haben Ligaende und ein bisschen Schmund ist ja immer, Leute. Ein bisschen Schmund ist immer, aber nicht wirklich viel. Also die Liga-Woche hier bei uns zumindest war echt cool. Und ich bin aber auch wieder mal ganz froh, dass sie jetzt auch um ist. Denn das schlaucht mich dann doch ganz schön, auch wenn ich ein paar Tage ausgesetzt habe, zumindest mit den großen Accounts. Mit den kleinen habe ich mich nicht ganz so schwer getan, aber coole Liga hier gespielt. Wir haben die Liga gehalten, perfekt, würde ich sagen, und haben auch eine coole Gruppe gehabt. Wir sind guter Vierter geworden, muss ich sagen, guter Vierter. Zu Anfang hatte man ja Sorge, dass wir hier auch aufsteigen, aber ich fand es wirklich, wirklich gut. Und ihr seht das hier, wir haben auch echt wenig Angriffe nicht gemacht. Also okay, Minispark kann aber auch sein, dass die eingetauscht wurden. Zwei Socken ist auch eingetauscht worden. Aber ich meine, der Rest, Leute, das ist echt wenig verpasst hier. Ne? Das ist wirklich, wirklich wenig verpasst. Okay, mit Lela habe ich verpasst. Und ich glaube, mit Chefkoch habe ich... Ah nee, mit Chefkoch habe ich sogar noch gemacht. Aber mit Lela und Fry, glaube ich, habe ich verpasst, oder? Ich meine, ich habe zwei Accounts mal an einem Tag versemmelt. Nee, auch nicht. Okay, dann warst du doch nur Lela, okay. Naja, aber dennoch, ich fand es sehr, sehr gut hier, schöne Woche. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid, also in einem Monat, also zu Monatsanfang September, zur Septemberliga. Und ich haue jetzt mal ein paar Bonus raus, 5 Stück. Ich habe, glaube ich, irgendwo festgehalten, muss mal gerade auf einem anderen Tablet gucken, ich habe irgendwo festgehalten, wo wir letztes Mal den Bonus festgehalten haben. Ich gucke mal hier im Discord. Dann kann man das mal immer so ein bisschen nachhalten und mal sehen. Wir haben das auch gar nicht mehr so ultra verfolgt. 10.7., 10.8. Ah, okay. Also, Free-to-Play, Chief Alex hat bekommen, zwei Socken hat bekommen, Nachtschatten 8 hat bekommen und kein Hai hat bekommen hier. Okay, kein Hai. Minispark 4 hat auch nicht gekriegt. Okay, dann nehmen wir mal hier einen Hai. Wir nehmen den Rookie. Wir nehmen den Datsven hier, wir nehmen den Sven und Naut, obwohl Sven und Naut und Datsven werden ja wahrscheinlich zwei und die gleichen sein. Wir nehmen den Old Greenhorn hier mit und ja, Chefkoch, ja, zwei Socken, ein echt auch, echt ein von meinen. Naja, komm, ich nehme einen von mir, ich nehme den Chefkoch, der hat es verdient, der geht nämlich demnächst hoch. Alles klar, wir changen zum Clan Deutschland Ad. Zum Clan Deutschland Ad. Auch hier haben wir eine geile Liga gespielt. Ah, wirklich eine tolle Liga gespielt, Leute. Wir sind eben aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen in K1. Also Kristall 1 in der nächsten Liga. Richtig, richtig coole Sache hier. Und auch hier richtig, richtig viele Angriffe gemacht. Wir müssen nochmal das Season Result sehen. Gruppe Clan. Auch hier seht ihr kaum was verpasst. Der Gahi ist, glaube ich, hier etwas später reingekommen. Für jemand anders womöglich. Und Avatar hat pausiert. Das passt also. Quebsi und Nachtschatten, ich glaube, die sind dann getauscht worden, aber trotzdem richtig, richtig cool. Wieder viele Angriffe gemacht. Es war aber auch diesmal nur eine 15er, muss ich dazu sagen. Und am 10.7. hat der Spark auch geschrieben: Herr Spark, Nachtschatten 4, Hai 2, Lugami, Sven TH11. Cassie und Charo haben bekommen. Lugami hat ganz, ganz woanders gespielt. Okay. Dann nehmen wir hier mal den Nachtschatten 2, würde ich sagen. Dann immer Nachtschatten 2. Hai, Hai, Hai. Hai 2 hat bekommen, aber der Hai hier halt nicht. Ich meine, okay, wenn er denn schon hier ist. Tim Events nehmen wir noch mit. Den Deja Rox hier, der ist ja bei uns. Little Hawk kenne ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Nico, Herr Spark. Nee, machen wir das mal so. Und Avatar Quebsi. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. 5 von 6, Herr Spark hat gar nicht gemacht. Okay. Ist er böse, aber der Gali hat gemacht. Hier haben wir auch Bonus vergeben. Ich glaube, so kann man es machen, Leute. Man muss das nur niederhalten. Also ich mache hier gleich wieder Screenshots. Die wandern dann in den Discord rein. Und dann weiß man eigentlich, wem man im letzten Monat etwas gegönnt hat oder nicht gegönnt hat. Free-to-play, Leute. Habt ihr gestern Abend hoffentlich live gesehen. Ich hoffe, ihr wart bei mir live im Livestream. Live im Livestream, ja. Ich hoffe, ihr wart live im Livestream, ist klar. Und wird Toto bei Gelegenheit die 7 machen? Nein, ich werde nicht die 7 machen, sondern ich werde erstmal Bonus verteilen. Ich werde erstmal ein bisschen Bonus verteilen. Auch aufgestiegen. Auch bei Free-to-Play in K1. Das macht einen richtig, richtig stolz. Und hier haben wir noch weniger Angriffe, glaube ich, verpasst. 5 von 7, okay. Cora, ja,
Ne? Taxifahrer Lin 4 von 7 ist natürlich traurig und K.O. auch nur 6 von 7. Geht aber noch. Ja, geht aber noch, aber hier weißt du auch gar nicht, wen du wirklich hier Bonus geben sollst. Ich gucke mal bei Free-to-Play, ob wir da ein Bildchen haben. Siehst du, haben wir kein Bildchen. Da ist auch nichts angepinnt. Sonst ist das in den angepinnten Meldungen nämlich drin. 11.4. Okay, da muss er doch mal auf dem Tablet gucken. Warte mal. Da muss ich doch noch mal auf dem Tablet gucken. Das war ja im letzten Monat zu Anfang. Da haben wir das. Warte mal. Beckensheriff. Okay, Nachtschatten 5, Tutmosis und Pummelfee. Mehr haben nicht bekommen. Jetzt kann ich 7 mal vergeben. Heieiei. Heftigst. Okay. Obwohl Lugami hat im anderen Clan damals bekommen. Ich gönne mal Donnerbengel, der geht demnächst ja hoch. Wir nehmen den Resolved hier mit. Da unten Beckensheriff. Machen wir mal nicht. Mit Petri und Tutmosis hier. Taxifahrer, Cora. Die haben ja alle nichts gemacht hier. Oder halt nicht alles gemacht. Dann nehmen wir noch einen von hier oben. Hai hat schon genug bekommen. Ramses auch. Chief Barfuß, Lugami. Komm, der Hai, der, ich meine, der ist auch in vielen Clans dabei, muss man ganz klar sagen. Er ist in vielen Clans auch dabei. Und warum soll er dann nicht auch so hier und da Bonus bekommen? Ihr habt immer noch keinen Schwund gesehen, ne? Ihr habt immer noch keinen Schwund gesehen. Es war auch kein Schwund da. Ich habe echt keinen rausschmeißen müssen. Auch nicht hier aus dem Clan Herausforderer. 358 Medals. Wir haben super gehalten, die Gruppe hier. Muss ich sagen, wir sind noch Fünfter geworden. Wir waren schon abgerutscht auf den Sechsten. Ein bisschen haben wir uns das mal wieder selber verdammt. Wir hätten auch Vierter, Dritter werden können. Dadurch, dass wir, ich glaube, am fünften Spieltag einen Angriff weniger hatten gegen den vermeintlich Ersten. Und auch gegen den. Die Sterndiebe sind auf jeden Fall aufgestiegen in Champions 3. Glückwunsch auf jeden Fall nach drüben. Aber hier hätten wir den Sieg eigentlich einfahren können mit einem Angriff mehr. Also, und ihr wisst selber, ich habe es gestern auch gesagt, ich habe auch ein bisschen, die Schnauze voll gehabt von demjenigen, weil der hat uns schon so viele Clankriege gekostet und auch in der Liga teilweise, so wie jetzt auch. Und das kann einfach nicht mehr sein nach so langer Zeit. Ja, das kann eigentlich nicht sein nach so langer Zeit. Und wir haben echt geil gekämpft hier oder toll gekämpft. Auch im letzten Clankrieg hier haben wir nochmal alles gegeben, auch wenn wir verloren haben, 32, 29, aber 15 von 15 gemachte Angriffe. Leider, obwohl wir haben doch einen Dreier gefahren hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wer es war. Der Sabre, okay. Aber dennoch war das auch hier in der Woche eine wirklich tolle Liga, weil niemand, also ich am wenigsten, habe erwartet, dass wir in Champions 1 aufsteigen, nachdem wir gerade so 5 Monate jetzt gebraucht haben, um nach Meister 1 zu kommen, ist das hier für mich also mit dem 5. Platz, warte mal, 6. Platz, ne, 6. Platz glaube ich, 7., 8., 5., ne? Da wollen wir mal gucken. Ist das wirklich super? Also das ist so ultra viel höher, glaube ich, geht es nicht von unserem Niveau her. Ich meine, es gibt einige, die sind gut dabei. So, die Husten- und Schnupfenfalle ist immer noch da. Aber es gibt dann auch viele, die, so wie ich, eher auf die, ich sag mal, safe 2 Sterne gehen. Ist mir, glaube ich, auch gelungen. Ich weiß gar nicht, es kann sein. Ich hab ja auch 3 Tage ausgesetzt, glaube ich. Oder 4 sogar. 3 Tage habe ich, glaube ich, ausgesetzt. Weil ich am WE nicht da war und ich wollte keinen Stress haben, hier abends noch die Angriffe zu machen oder tagsüber. Ich wollte einfach chillt mein Wochenende haben. Mit den kleineren Accounts, wie gesagt, da ist das nicht so tragisch gewesen. Da habe ich das eigentlich immer relativ easy peasy machen können. Mit den Armeen, die teilweise fertig hatten oder die Armeen, die in der Pipe hatten. Da geht das ganz gut. Oder da ging das ganz, ganz gut. Und deswegen habe ich da ein bisschen ausgesetzt. Ich wollte auch andere zum Zuge kommen lassen, die extra bei uns hier in den Clan reingekommen sind. Also auch da nochmal ein Dankeschön, auch nochmal ein Dankeschön an die Leute, die natürlich wieder in Deutschland ad waren und auch die Unterstützer in Free-to-Play. Also seid gerne wieder dabei oder bewerbt euch hier. Die Tags der Clans stehen immer unter meinen Videos. Also heute hat auch wieder jemand gefragt, kannst du mir mal die Clan-Grüße schicken? Nein, sie stehen unter den Videos oder ihr kommt einfach in den Livestream, Ausrufezeichen Clan in den Chat rein und dann seht ihr alle Tags und könnt euch einfach bewerben. Es gibt keine Aufnahmekriterien, einfach das machen, was in der Clan-Beschreibung steht. Rathausstufe natürlich beachten. Also ein Elfer kommt hier bei den Herausforderern leider nicht rein. Da geht es erst ab 13 los. Aber
Dennoch glaube ich, kann ich euch überall zumindest in den beiden aktiven Clans unterbringen, also Free to Play oder aber Herausforderer dann ab 13. Denn wir werden uns da sowieso wieder dann aufteilen in 4 Wochen, wenn die nächste Liga beginnt, also 1. September bis 7. September. Und ja, so ist das eigentlich. So ist das hier ein schönes Kommen und Gehen, aber ja, Schwund war eigentlich nur ein einziger hier und das war ein bisschen traurig, muss ich sagen. Muss noch mal Season. Warte. Gruppe. Nein. So. 7 von 7. Und 5 von 7, einer müsste 6 von 7 haben hier oben irgendwo. Oder halt noch weniger. Oder er taucht gar nicht mehr aus. Da 4 von 5. Ich meine, ich habe ihn dann natürlich irgendwann getauscht. Mussten wir auf jeden Fall machen. Und ich habe immerhin 4 von 4, habe also meine Angriffe alle gemacht. Und hier tue ich mich jetzt wirklich schon ein bisschen schwer, was das Bonusgehabe angeht. Aber letztes Mal haben Sabre bekommen, Tim hat bekommen, Cassius, Nachtschatten, Sanchez, Axel, Domino, Dominik, die haben jetzt in anderen Clans gespielt. Mac hat bekommen und Herr Mortus. Okay, ja, Herr Mortus, alles klar. Nachtschatten, Sabre, er hat 10. Okay. Dann geben wir mal Bonus. Wir nehmen den Goblin. Wir nehmen den Maximus. Der hat noch nicht bekommen. Wir nehmen den Eve Maxia. Sehr, sehr schön hier. Sir Triple M. Vielen lieben Dank, Max, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. War mir eine Freude, dich hier auf jeden Fall zu sehen. Billy auch ganz, ganz witzig. Weißt du, Tyson, Billy. Billy ganz witzig. Billy ganze Woche auf Rot, aber greift immer an. Ja? Billy immer auf Rot, aber greift immer an. Okay, Sanchez war auch am Start. Hat da Bonus bekommen. Dann nehmen wir den JP noch mit rein. Wo kann ich gar nicht machen? Okay. Dann ist JP nächste Saison dran. Alles klar. Dann ist JP nächste Saison dran. Ich hoffe, er bleibt hier. Ich nehme ihn auch irgendwann in meine Freundschaftsliste mit auf. Ja. Na komm, als Ausgleich. JP hier in die Freundschaftsliste. Als Ausgleich, dass er keinen Bonus bekommen hat. Okay. Zack. Okay, die beiden anderen lehne ich ab, aber die können natürlich gerne bei uns kämpfen. Der Meisterlord ist sowieso bei uns. Also perfekt. Ich finde, es ist gut gelaufen. Ich hoffe, die Woche war auch bei euch sehr, sehr gut. Ich bin jetzt ein bisschen später zum Aufnehmen gekommen, dass meine Arbeit im Moment ein bisschen geschuldet. Es geht halt drunter und drüber. Zweite Halbjahr ist in der EDV immer Chaos. Chaos pro oder hoch 5. Und da meine Real Life natürlich nach wie vor ein bisschen vorgeht, müsst ihr mir nachsehen, dass ich nicht jeden Tag 2 Videofolgen bringen kann. Aber immerhin bleibe ich für euch am Ball. Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, Leute, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren oder auf dem Kanal, den ich euch jetzt einblende, einfach auch mal reinschauen. Ist völlig umsonst. Auch das Followen dort ist ganz, ganz umsonst. Das Glockenstellen ist ganz, ganz umsonst. Und dann verpasst ihr auch keine Livestreams mehr von mir. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein Wunder. Prächtiges, obwohl wunderprächtig darf man nicht sagen, ne? Das ist Copyright geschützt. Ein wunderschönes Wochenende. Vielen lieben Dank, euer Toto. Clasht.